Servus, Christi und herzlich willkommen zum LS15 auf der OGF-Ammersee mit mir, dem Wolpertinger 2000. Schön, dass du wieder mit dabei bist und ja, mir hier auf der Ammersee Gesellschaft leistest oder am Ammersee, wie auch immer. Ja, und es ist eigentlich ganz easy, du fährst hinter die Mühle, ne? Beim letzten Mal habe ich es nicht gewusst. Einfach hierher und dann lädt sich das Mehl von ganz alleine auf. Ne? Ich habe jetzt hier auf dem Bulli ein paar Packerl Mehl. Na, hier in den Kartons von der Mühle. Und die fahren wir jetzt. Ich bin einfach von der falschen Seite gekommen das letzte Mal, da hat er mal einfach das Squirrel zugemacht, ne? Genau. Oder bin nur das Squirrel gefahren. Wie auch immer. Und dann hat er mir das Mischfutter da drauf gehauen. Jetzt habe ich jetzt einfach mal ins Futterlager geschmissen. Und wir fahren jetzt zur Mühle, sage ich schon, wir waren ja gerade bei der Mühle und bringen das Zeug jetzt mal zur Bäckerei. Und dann gucken wir mal, was die Bäckerei Schönes für uns tun kann. Genau, derweil ist der Franz immer noch dabei. Schön brav, hurra. Ich fahre ja hier. Schön, nicht nach oben gucken, wenn Verkehr kommt. Ganz gefährlich. Der Franz, der sät immer noch brav die Sonnenblumen. Die alles ist immer noch am Pflügen. Und wir fahren hier gemütlich mit unserem neuen VW-Bulli durch die Gegend. Schon schön, gell? Übrigens, wir könnten da mal Fenster aufmachen, oder? Wie war das jetzt? Nein, so. Quatsch. Jetzt da machen wir mal die Fenster auf hier. Cool, ha? Toll. Und das, was man auch noch machen kann, habe ich es letztens noch gesehen, man kann da hinten die Motorklappe aufmachen. Na? VW Bulli. Luftgekühlter Heckmotor. Ja. Das waren nur Zeiten. Eigentlich schon Kultauto, ne? Den gibt es ja auch als Camper oder so. Ja, aber ein Kollegen, der steht da voll drauf auf die Bullis. Also gerade hier so der Zweier, das ist schon ganz eine tolle Geschichte. Gucken wir mal. Ja, normale Autohupe passt. So, dann fahren wir jetzt da hinten zur Dings hin. Was ist denn da los? Habt ihr das gerade gesehen? Ja, hui. Ja, hui. Da fangen sie an zum Bauen. Ja, ich glaub's ja nicht. Der Wald weg. Baumaschinen stehen ja schon da. LKW. Ja, wow. Ja, wer hätte das für Möglichkeiten? Die Erweiterung von Breitenbach scheint sich auszuzahlen. Da kommen neue Leute hier, ha? Super. Ja, schauen wir mal, wie sich dieses Wohngebiet dann anschaut oder was überhaupt daherzigelt wird. Ja, ich glaube, ich muss ja mal mit dem Bürgermeister reden, wie es ausschaut. So. Wie kann ich dich jetzt ausladen? Ach, einfach ausladen. Okay. Dann sollte man vielleicht noch die auf links ändern und dann guckt man mal, wie sich das hier eigentlich auslädt. So, können wir wieder ausmachen. Okay, jetzt hat er hier Mehl drin und jetzt macht er da Brot und Brötchen, ne? Weil belegte Brötchen kann er nicht machen, weil da fehlt ihm ja Tomaten und Gurken. Der macht es da Brot. Hey, schau her. Ja, der muss der Schaufel aber auch noch gescheit hin tun. Okay. Sauber. Fangen die hier an zu bauen. Da haben sie auch ganz schön rumgeackert. Ach, da haben sie Zäune hingeschmissen. Schau her. Okay. Alles klar. Du wirst mal Bescheid. Breitenbach wird größer. Wow. Der Bürgermeister hat einmal gar nichts erzählt davon. Du, da fahre ich da hin und weiß von nichts und dann stehen da die Baumaschinen. Ja, gut, gut. Gefällt mir. Alles klar, wissen wir Bescheid, ha? Das heißt, wir brauchen dringend Weizen, dass wir die Bäckerei und die Mühle wieder beliefern können, dass wir die Bäckerei beliefern können, wobei die Mühle hat noch was drin gehabt, gell, ein bisschen. Trotzdem müssen wir jetzt dann schauen, dass die alles fertig wird. Und der Mr. Franz, na schau mal, der ist eigentlich auch schon
Den Bulli packen wir in der Garage. Das ist so ein schönes altes Fahrzeug, das packen wir jetzt mal hier in der Garage. Der hört sich irgendwie auch gut an, finde ich. Gefällt mir. Also der gefällt mir echt. So. Den parken wir jetzt dann ein und gut ist. Vorwärtsgang, Handbremse, Motor aus. So, ausgestiegen. Und einmal die Knechte beobachten, was die so machen. Ansonsten können wir ja fast nur noch warten. Oder selber machen. Oder selber machen. Müssen wir mal schauen. Wo ist denn schon der Franz? Na, früher hast du noch nicht gemacht, Kerl. Ach, der hängt fest da hinten, oder? Verdammt, ich habe das nicht gesehen. Das blockiert die ganze Zeit, blinkt. Oh Mann, drum verbraucht der nix. Ich bin ein Held mal wieder. Oh Gott, hat der sich verkeilt. Oh Gott, hat der sich verkeilt. So, schauen wir mal, ob wir den da wieder rausbringen. Also so schon mal nicht. Ah, wie es die Helfer immer nur schaffen, dass sie sowas hinkriegen. Das ist mehr als erstaunlich. So, ich glaube, ich muss mal in die Außenansicht. Ich brauche einen Einweiser. Wie kann man sich denn bitte so einen Baum rumzwirbeln? Also das, wenn du es selber versuchst, das schaffst du doch nicht, oder? Also schlagen wir mal so ein. Dann schauen wir mal, was wir den da wieder rauskriegen. Und jetzt um den Baum rum. Und nicht mit der Sämaschine hängen bleiben. Jawohl, geht doch. Okay, alles klar, Franz. Ich weiß Bescheid. Du bist halt eine Pfeife, ne? Mach mal dir halt das Vorgewende schnell, meine Herren. Naja, was soll's. Dann ziehen wir ihm halt schnell das Vorgewende. Dass der Kerl auch glücklich ist. Ja. Ist der Fan schon am Kämpfen, ne? Ein bisschen habe ich so das Gefühl. Aber funktioniert doch ganz gut. Ich mag den. Den hat mir ja damals vor ewigen Folgen mal der Helmut vorgeschlagen. Super, das ist immer noch so toll. Das ist jetzt weniger, dass er einfach stehen bleibt. Allrad rein und gut ist. Aber der Fendt ist auch immer noch toll. Also der ist, wenn es den Benz nicht gab, dann würde ja er der Cheftrecker werden. Ne? Aber es gibt ja den Benz. Also hat der Fendt als Cheftrecker leider verloren. So, da la, noch ein Stück zurück. Und dann runter mit der Kiste. Wie viele Bahnen wird es der Franz da brauchen? Zwei. Reicht es? Er ist ziemlich weit im Baum drin gestanden. Ne? Gehen wir ihm mal vier oder so. Und schau, jetzt haut die Sonnenblumenkerntel aber schon ganz schön aus. Da können wir gleich auffüllen gehen. Hm. 6% haben wir noch. 48 Kernchen. Ich weiß nicht einmal, ob das überhaupt die geeignete Sämaschine ist normal für Sonnenblumen, aber die kann's. Oder muss man das eigentlich mit einer Einzelsämaschine? Bleib du mal stehen, bitte. Wir brauchen jetzt den Deutsch und müssen mal kurz hier die Sämaschine auffüllen. So, oder la. Kein
Gang ist klar. Mal das bisschen raus, damit wir sehen, wo wir hinsputzen. Ja, den habe ich wieder geschickt hingestellt. Na gut. Na gut. So, und deshalb überfüllt. Gut. So, dann stellen wir wieder auf Zeiten. So, so stehst gut. Tun wir gleich mal den Vorwärtsgang wieder rein. Nicht, dass wir nachher blöd schauen. Und hopp, rein. Okay, dann kriegt er noch Rabahn oder zwei und dann sollte der Franz auch glücklich sein, dass er da wieder arbeiten kann. Vernünftig. Nachdem wir momentan eh gerade selber nicht wirklich viel zu tun haben, außer dass wir warten. So. Können wir ja auch selber arbeiten, gell? Ja, schaut gut aus. Ich weiß, eigentlich müsste man mit Spurreißer arbeiten, aber der macht ja dann die Flugtextur und dann fällt mal der Fender wieder rein und es ist gar nicht gut. Also lassen wir Spurreißer weg. Da sollten sie sich auch was Besseres ausdenken. Im 17er hoffe ich. Ich meine, die Idee mit dem Spurreißer, das ist ja schon mal eine ganz nette Geschichte, ne? Vor allen Dingen wird man dann so Kleinigkeiten nicht vergessen, wie hier gerade eben. Mein Gott, du. Und da haben wir auch was liegen lassen. Oh, wir haben ganz viel liegen lassen. Ja, herrlich. Okay, dann machen wir das anders. Dann fahren wir da nochmal hinter. Ja, etwas zu großzügig gewesen. So. Ah, das sollte schon reichen für den Franz, schätze. Und wenn nicht, dann, ja, müssen wir halt mal gucken, ob wir ihn wieder retten müssen oder nicht, aber ich glaube nicht. Okidoki. Aber siehst, es ist doch ganz gut, dass wir hier zwei Sämaschinen haben. Weil ich glaube, für die andere wäre der Fan zu schwach. Glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da wäre er zu schwach. So, und Franz, du bist wieder dran. Was los? Okay, was ist denn jetzt? Du bist doch ein Hirsch. Du bist doch so ein Hirsch, Franz. Ehrlich. Was machst du jetzt? Na, geht doch. Also manchmal. Manchmal. Es ist nicht schön, oder? Wenn er solche Sachen macht, das mag ich ja gar nicht. So, wir könnten eigentlich den Hänger da mal stehen lassen. Und dann könnte man eigentlich noch schnell, genau, das machen wir jetzt kurz. Schauen, was das andere Zeug so kostet. Wir müssen schon langsam die Rosenthaler Produktion ans Laufen bringen, nicht nur die Bäckerei. So, jetzt müssen wir nur mal kurz lesen, was die Bäckerei eigentlich genau macht. Wo ist sie denn? Wo ist denn jetzt die Bäckerei? Da ist die Bäckerei. Habe ich für das Mehl das Geld gekriegt? Ich weiß es nicht, ich habe es nicht gesehen. Brötchen, Marktplatz. Ja, Marktplatz ist aber blöd irgendwie. Was verkaufst denn du? Marmelade und Obstwein, sehr schön. Gibt es sonst keinen, der mir hier irgendwo... Der verkauft auf jeden Fall Brot. Und der verkauft auch Brot.
der Safthainer verkauft sich ja kein Brot. So, da gibt es nur Obst und auch nur Obst. Da hätten wir nur die Lager. Was verkaufst du? Ja, du verkaufst ja auch. Oh ja, oh, schau mal. Rosenthaler Paprika 7000. Gemüse 10.000. Ja, das ist schon mal ganz schön heftig. Aber wir wollen ja genau hier in die Rosenthaler Produktion rein. 116 Hammer, dann würde ich doch sagen, bauen wir doch in der nächsten Folge bei der BayWa unsere Rosenthaler Produktion auf, weil Geld haben wir ja auch rumliegen. Und dann gehen wir da schon langsam aber sicher ins Eingemachte. Genau. Jo. Und nachdem es jetzt momentan für uns hier wirklich nichts zu tun gibt, würde ich sagen, beende ich doch die Folge mal. Ist eh Zeit, behaupte ich jetzt so, ne? Ja, und dann hoffe ich, hat dir die Folge gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch gerne einen Daumen da, einen Kommentar. Ich lese alle Kommentare. Dürft mir auch gerne auf Facebook folgen. Facebook-Freunde wissen manchmal früher oder mehr Bescheid als andere. Und auf Twitter wird eigentlich meist nur veröffentlicht, genau wie auf Facebook auch, wann welches Video kommt. Alles klar, dann hoffe ich, sehe ich dich bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao und servus.